meine Damen, meine Herren, ganz kurz. Ich freue mich, dass wir hier bei uns bei der Übung mit Tina Heide dabei haben, den Generalinspekteur General Carsten Breuer und an seiner Seite unseren Brigadekommandeur, Brigadegeneral Alexander Grone, der quasi diese Übung hier leitet, führt, durchführt, vorbereitet hat. Und ich freue mich, dass wir jetzt die Chance haben, hier ein Statement von den beiden zu haben. Im Anschluss wird es die Möglichkeit für Nachfragen geben. Die Koordinierung wird der Oberstleutnant Ute als Sprecher Generalinspekteur übernehmen. Und viel Erfolg, viel Spaß. Bitte. Viel Spaß hört sich gut an. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf der Übung Bestes Klietzerwetter. Besser als heute könnte es wahrscheinlich kaum sein. Das, was Sie gesehen haben, das, was Sie gerade miterlebt haben, ist eine Übung, wo wir einen Gewässerübergang machen, einen Brückenkopf dahinter aufbauen und wo wir dann aus dem Brückenkopf weiter angreifen. Das Ganze, was wir hier sehen, ist ein Gefecht der verbundenen Waffen, ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Kräften, ist ein Zusammenspiel von Menschen. Von Menschen, die vorher trainiert haben, die aber auch gerade mit dieser Übung trainieren. Mit dieser Übung etwas trainieren, was vielleicht über die letzten Jahre etwas aus der Mode gekommen ist. Bei uns nicht, denn seit rund 10 Jahren bereitet sich die NATO durchaus wieder, also seit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Krim und der Annektierung der Krim bereitet sich NATO mehr und mehr wieder auf Landesverteidigung und Bündnisverteidigung vor. Und diesen Anteil der Landesverteidigung, der Bündnisverteidigung, das haben wir auch jetzt hier geübt und werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter üben. Es kommen zusätzlich noch dazu norwegische Soldatinnen und Soldaten, es kommen noch dazu tschechische Soldatinnen und Soldaten, sodass wir neben dem, was wir rein national jetzt hier üben, auch in eine internationale Übung dann mit übergehen. Das Ganze alles mit einem Ziel, einem möglichen Gegner zu zeigen, dass wir kampfkräftig sind, dass wir kriegstüchtig sind, dass wir das können, wofür wir stehen, nämlich Deutschland und die Bevölkerung in Deutschland zu schützen, dass wir mit diesem Schutz, den wir hier üben, mit unseren Fähigkeiten, die wir hier hinausbringen, dass wir damit auch in der Lage sind, im Bündnis zu bestehen und mit dem Bündnis zusammen einen Gegner abzuschrecken. Denn auf Abschreckung kommt es heute wieder an. Und ich glaube, was Abschreckung bedeutet, das haben wir heute hier gesehen und werden wir heute am Tag auch noch weitersehen. Ich bin stolz auf die Soldatinnen und Soldaten. Ich bin stolz auf das, was hier gezeigt worden ist, was wir erlebt haben, wie das Zusammenspiel hier war. Denn gerade so ein Gewässerübergang, das ist schon hohe Kunst. Das ist nicht etwas, was man mal eben so an einem Mittwochvormittag vorbereitet und dann durchführt, sondern das ist etwas, wo wirklich viel Expertise zusammenkommen muss, wo viel Koordinierung zusammenkommen muss, damit es dann auch wirklich erfolgreich sein kann. Das haben wir heute gesehen hier bei den Soldatinnen und Soldaten und ich bin froh, mal wieder bei der Brigade 37 zu sein. Herr General Krone, an Sie. General, wir freuen uns, dass Sie da sind. Diese Übung, die bedeutet für meine Brigade 2 Dinge. Zum einen sind wir immer noch Leitbrigade für die NATO Response Force. Und dies mit unseren multinationalen Partnern. Und dies jetzt seit fast 3 Jahren. Und diese Übung ist für uns ein Fähigkeitserhalt, mit unseren multinationalen Partnern weiter eingespielt zu bleiben. Und dies tun wir bei der Übung. Zweiter wesentlicher Zweck ist aber bereits die Vorbereitung auf unsere Aufgaben im Rahmen dessen, was wir Division 25 nennen. Also auch in 2025 wieder im Rahmen der 10. Panzerdivision bereitzustehen für die Aufträge der NATO. Dazu ist es uns hier gelungen, zunächst einen deutschen Gefechtsverband mit Unterstützung, Sie haben das hier heute gesehen, Flugabwehr, Heeresflieger, verschiedene Pionierfähigkeiten zusammenzuführen. Und wir haben hier etwa 1000 Soldatinnen und Soldaten heute im Einsatz bei dieser Aufgabe Gewässerübergang und Gewässerzone. Es wird dann nächste Woche dieselbe Aufgabe durch die nächsten 1000 Soldatinnen und Soldaten hier, diesmal mit starker tschechischer Beteiligung, erfüllt werden. Und dann treffen wir uns zusammen mit den norwegischen Kameradinnen und Kameraden im Gefechtsübungszentrum in der Altmark, wo wir alle Kräfte kombinieren und dann insgesamt 3000 Soldatinnen und Soldaten nochmal trinational einsetzen können. Und wenn wir das gemeistert haben, eine Gewässerzone, einen Gewässerübergang zu koordinieren und dann gemeinsam im Gefechtsübungszentrum anzugreifen,
unter Einbeziehung der urbanen Übungsanlage Schnöggersburg. Dann haben wir wieder gezeigt, was einmal Interoperabilität bedeutet in der NATO, aber auch das Handwerkszeug der deutschen Soldatinnen und Soldaten. Und wenn Sie das alles zusammennehmen und wenn Sie das alles zusammenbringen, dann haben Sie hier einmal das sogenannte Wettiner Schwert, also die Übung, die General Krone gerade eben beschrieben hat. Wir binden das ein national in unsere Übungsserie Quadriga. Und das Ganze kommt dann in Steadfast Defender, der NATO-Übung, zusammen. Und ich glaube, daran sieht man, wie von unten nach oben, aber wie auch von den Seiten das Ganze mit aufgebaut wird. Und das ist das, was Sie als Abschreckung dann auch wirklich aktiv erleben und was Sie gerade in dieser Region auch in den nächsten Tagen und Wochen auf der Straße erleben werden. Meine Damen und Herren, wir bieten jetzt die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Wenn Sie einfach, sollten Sie eine Frage haben, kurze Handmeldung. Wenn Ihr Informationsbedarf habt, stellen. Ja, doch, hier hinten, Entschuldigung. Herr Hoher, wie schätzen Sie die gesamte Ausrüstungssituation der Bundeswehr ein, gemessen an den neuen Aufgaben, die es international gibt? Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben vieles schon mit angeschoben. Das wird mir immer wieder bewusst, wenn ich mich auch mit meinen ausländischen Kameraden unterhalte, wo mir meine Counterparts dann sagen, Mensch, das, was ihr in den letzten Monaten, was ihr im letzten Jahr hier auf den Weg gebracht habt, das ist schon wirklich beeindruckend. Aber wir sind längst noch nicht da, wo wir sein müssten, um wirklich auch, wie Minister Pistorius es ja ausgedrückt hat, kriegstüchtig sein zu können. Wir sind viele Schritte schon gegangen, wir müssen aber noch mehr machen. Wenn Sie mich jetzt fragen, können wir uns verteidigen, dann sage ich auf jeden Fall. Wenn Sie mich fragen, könnten wir uns auch besser verteidigen, dann sage ich auch da auf jeden Fall. Das heißt also, wenn wir jetzt angegriffen werden würden, dann könnten wir einiges tun. Wenn wir es besser tun wollen, dann müssen wir uns noch weiterentwickeln. Und genau dafür haben wir die Weichen auch gestellt. Hier bitte. Ja, Herr Breuer, Max Hensch vom MDR. Wie werden Sie künftig mit Sitzungen des Verteidigungsausschusses umgehen, wenn man danach diverse Details davon in der Presse lesen kann? Ich werde nach wie vor an den Sitzungen des Verteidigungsausschusses weiter teilnehmen und ich werde auch dort all die Beratungsleistung mit hineinbringen und das an Berichten mit hineinbringen, was meinem Amt zusteht oder was aus meinem Amt heraus auch kommt. Ich sehe da keinen Unterschied. Weitere Fragen? Ich stelle fest, dass nicht. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute hier beim Verfolgen der Übung. Vielen Dank.